Baller Ares weg. Ja, mach ich. Warum bekommst du Gehirnaua? Hast du Eis gegessen? Nein! Eigentlich will ich Ares weg, Olgern. Hä? Ja gut, bei dir wollte ich nicht sagen, der war schon dabei, hä, warum zu fragen, Alter. Nee, aber, hä? Ich hab schon, hä, warum gehört, ey. Ja, dann fiel mir so ein, eigentlich die Frage ziemlich nutzlos. Ah, jetzt komm ich zum Vorsprung. LOL! Oh, fuck! Das kommt dir immer noch raus, bist du auch über den Wolken gesprungen? Ja. Aha. Get up, down, the bass is down. Kawaii, also wir haben hier den Wack Boy, ja? Is it white, is it black? To be honest, it's wack. Wack. Ich bin wieder allein und du bist wack. Mit dabei haben wir Deko und Ares, sie sind nicht wack. Hallo. Hallöchen, Muchachos. Ich bin die Frau mit dem Pullover. Einen wunderschönen guten Reischen ist poliert. Hallöchen. Einen wunderschönen Tag. Geht. Hallo. Wie kommst du denn auf sowas, Digga? War nicht der Text so? Ne. Die ist weg. Weg. Und ich bin wieder allein. Aber wie quasi nicht auch in einem Teil die Frau mit dem Pullover, die da rumsteht? Digga, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, der Text war so. So, erstmal wegkicken hier den Lappen. Also, er macht hier ein Wortspiel mit den Fantastischen Vieren und weiß dann nicht, weil ich eine Abspielung darauf bringe. Richtiger Profi. Ja, Digga, Hauptsache er sagt einfach die Frau im Pullover, Digga. Wenn dann ja, so heißt die nun mal in dem Text, Alter. Ja, dann musst du das doch aber komplett singen. Du kannst nicht hier mit Halbwissen glänzen. Oh, fuck. Halbwissen, sorry. Nein, ich habe mit einem Hinweis geglänzt. So macht man das. Achso, ja! Stimmt, Leute, wir haben den GTA-Modus aktiviert. Schwanz in deinen fetten Arsch, Ares. Ich sag's nur so. Er sagt es nur so, Ares. Hast du gehört? Er sagt es nur so. Das hast du gesagt. Oh, den ersten Punkt habe ich, Digga. Das war ja easy. Warte, dann kick ich mal kurz. Oh, ihr kriegt richtig Gehirnaua. Baller Ares weg. Ja, mach ich. Warum bekommst du Gehirnaua? Hast du Eis gegessen? Nein, noch einer. Oh, ich krieg hier richtig Gehirnaua. Och, Digga, woher weiß ich denn, dass da zwei kommen davon? Ah, ey, das tut richtig weh in den Augen. Aber es war's, ihr müsst zwei Korallen machen und habt den nächsten Punkt. Also, hast du einen Spiegel da, oder? Ich hab da ein Bild von dir, Digga. Tut richtig weh in den Augen. Kann mir mal jemand die Augen auslöffeln, ey? Nein, und ich fliege oben drüber. Richtig links, rechts. Digga, Nami, du musst mal irgendwie ein bisschen Platz machen. Hallo, Ares, guck mal. Ares hat schon wieder. Guck mal, das ist Skill, Deko, das ist Skill. Digga, Nami blockiert meine Maus. Ich kann meine Kamera nicht bewegen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man hier lang fahren muss. Bin ich falsch? Nee, ich war falsch. Okay. Du bist falsch, ja. Was so ein Mausmeister, der. Ach so. Ein Mauster der Ausreden, ey. Er hat ja auch so extra ein Schild. Ich mach Nami den schwarzen P dazu. Aber man muss auch sagen, es stimmt. Also Nami liegt auf meiner Maus. Gut, ich kann meine Kamera nicht bewegen. Ja, sie ist auch eine Katze, warum sollte sie sonst nicht geil auf die Maus sein? Sie gehört Nami, alles ganz natürlich. Alles ganz gut. ich habe dich ja gerade schon getrollt, Ares, deswegen warte ich hier mal, bis du oben bist, damit ich dich nicht weg, Olga. Du musst nur oben langfahren und hier dann raus. Achso, Deko kommt jetzt auch, dann warten wir nochmal auf Deko. Hallo, wait for me, please. Waiting for me. Waiting for Deko. Na. Finger in Arsch. Was? Genau. Okay. Es ging by the way nicht da weiter. Deko hat wieder Flashbacks aus der Vergangenheit. Digga. Meine Kirchenzeit hängt mir echt nach, ey. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da lang fahren, oder? Wo Ares lang gefahren ist. Ich mache es einfach mal. Und es ist richtig? Ist es falsch? Ich habe bisher noch keine Ahnung. Ey, Alter. Ich fahre durch die Container, aber es sieht ziemlich falsch aus. Digga, wenn ich. Es sieht vielleicht doch richtig aus. Ich weiß es aber noch nicht. Digga, Nami freut sich einfach nur, dass sie ihren Namen die ganze Zeit hört. Okay, nee, ich bin falsch gefahren. Du musst den Wendler machen und dann langfahren. Was? Den Wendler musst du fahren. Ich bin nicht den Wendler gefahren. Welchen Wendler? Digga, bist du so den Wendler. Wow. Ach, da steht sogar Wenden. Oh, Digga, wer gucken kann, ist klar ein Vorteil, ey. Und jetzt hier raus oder was? Nein, oder? Weiß ich, das weiß falsch, ich nicht. Oder? War falsch, oder? Ich hab keine Ahnung. Entweder du bist richtig oder Ares ist richtig. Also ich bin's nicht. Ich fahr mal lieber zwei Ares lang. Sag mir mal so viel, no. Ich bin's nicht. Also ja, ich wäre wahrscheinlich richtig gewesen, aber ich hab. Ja, du bist richtig. Hundertprozentig.
Weil da war ein Punkt davor. Oh fuck, oh. Weiß auf weiß? Ist das dein Ernst? Weiß auf weiß? Ich find's auch aber super ekelhaft. Deswegen. Ach da, ich bin die. Ich, oh, ich bin die lecker. Erste abgefahren. Ich muss den zweiten abfahren, ey. Oh, ich krieg schon wieder Augenkrebs, ey. Oh, kann mir jemand das Auge auslöffeln, ey? Oh. Nein, Ares! Auge auslöffeln? Ey! Digga, du hast doch Platz genug, da auszuweichen, Alter. Ich erinnere mich ein bisschen an den Film Hostel. Kennt ihr den Film Hostel noch? Ja. Ja. Beide Teile. Digga, der zweite ist ja, aber der erste ist ja zumindest cool, ne? Aber der erste Teil, wo die mit so einem Bunsenbrenner das Auge ausbrennen, Digga, so ein kranker Scheiß, ey. Oh yeah. Ey, also Hostel war damals echt so ein Ding, ne? Das kennt glaube ich jeder. Das war ein kranker Film, ey. Das war ein bisschen kranker Film, ey. Dezent, ja. Du machst irgendwie Urlaub in Ungarn und wirst dann plötzlich irgendwie, dann wird dein Körper irgendwo verkauft. Aber auch wieder selbst schuld, weil Urlaub in Ungarn macht, ne? Ja, sag das mal Nugi hier, Alter. Nein! Ach, Digga, da kommt. Oh. Jetzt bist du aber auch mal da gerne Urlaub macht. Ja, wegen. Ich sag mal so, der Preis ist günstig dort. Ich sag mal, die Lebenshaltungskosten sind günstig, ja. Monster. Hallo. Und Monster schmeckt anders. Das kann Deko auf jeden Fall bezeugen. Und? Digga, ich bin einfach mit einer kompletten Tüte voll Monsterdosen. Mit einer kompletten Tüte? Was? Zum Pfand, okay. Zum Pfandautomaten gerannt, Alter. Ey. Digga, und in der ganzen Tüte, das waren bestimmt 60 Dosen, da waren so drei europäische Dosen drin, Alter. Den ganzen Rest musste ich wegschmeißen. Diese drei europäischen Dosen davon bin ich losgelaufen, ey. Oh, geil, ey. Ich hab mich richtig weggelachst, ey. Das glaube ich. Einfach kein Pfand auf die Kacke. Jetzt mal den irgendwo hinstellen müssen, ob irgendwer anders den dann gegrabt hätte. So, ich bring den jetzt mal weg. Richtig troll. Einfach zum Obdachlosen geben. Wollen Sie Pfand haben? Richtig asozial, ey. Richtige Assi-Aktion, ey. Ach, hier muss ich jetzt fahren. Ah, ey, ich muss sagen, die Punkte Digga, sind schon fair gesetzt. Ja. Ohne Scheiß! Digga, du warst wieder vorwärts fahren, du hättest ausweichen können. Hä? Also, die Punkte sind wirklich fair. Ey, Leute, ich sag mal nur mal so, ja, ist GTA-Modus an, man kann Annäherungsminen werfen, man kann Haftbomben werfen. Ich will damit nichts andeuten, ich will nur sagen, falls sich jemand unrecht behandelt fühlt... Spiele beginnen, will ich sagen. Falls sich jemand unrecht behandelt fühlt, kann man hier nachhelfen, ich hab schon wieder ganz vergessen, Alter. Ares hat mich ja gekillt am Anfang. Echt, hat er? Bist du richtig hier, Ares? Nee, ich hab Ares gekillt. Ja, Ares hat da für mich weggesprengt. Oh. Direkt am Anfang in der ersten Auffahrt hatte er eine Annäherungsmine. Aber ich muss sagen... Da könnte auch so ein bisschen Deko schuld sein, weil Deko meinte, ich soll ihn wegklatschen. Hä? Hä, hast du gesagt? Ich soll Ares zerstören. Hä? Ja, aber nachdem ich schon sein Annehmungsmittel gefahren bin. Deswegen habe ich es dir gesagt. Waiting for me. Wow! Digga, was denn? Digga, ich sehe. Nein, Ares! Fick dich! Was machen Sachen hier? Fick dich! Ey, Digga, du legst genau vor dem Punkt schon wieder eine Annäherungsmine. Fick dich! Ey, Marvin, Annäherungsmine bei deinem nächsten Punkt. Mögen die Spiele beginnen. Okay, mach ich. Aber, ich bin auf dein Mitwirken angewiesen, ich komm nicht dran. Aber, ja, hier muss man kaum was machen, sag ich mal so. Ja, ist egal. Aber, okay. Hauptsache, muss man von vorne fahren. Okay, hab ich gemacht. Warum? Halt dich da raus! Du dieser Wichser bist! Annäherungsminen sind scheiße, egal wer sie benutzt. Ich kann noch Annäherungsminen und dann auch noch genau vor dem Punkt, Alter. Ich hab jetzt drei Stück dahin geworfen. Warum? Kann man dodgen, wenn man richtig smart ist. Die Frage ist jetzt, ist Ares smart? Frage ist, wo hast du die gelegt? Kann ja überall sein, quasi. Oh nee. Weiß auch nicht, ob Marvin erst einen Punkt vor Ares ist oder schon vier Punkte vor Ares ist. Ja, der ist schon ein bisschen. Das weiß ich auch nicht. Vorwärts. Fahren da. Du warst schon weg. Ares noch nicht explodiert ist, nehme ich an. Er hat den nächsten Punkt schon bekommen. Gleich spreche ich Deko weg. Darauf warte ich eigentlich schon, ey. Das wäre schön. Ja, schon ein bisschen. Aber bisher kam auch noch nicht so kranker Scheiß, muss ich sagen. Ich fahre hier fast alles First Try durch. Also fast. Also ein paar Fehler mache ich immer noch, ne? Aber. Es ist wenig. Challenging hier. Also wenn nicht unbedingt Annehmungsmine irgendwo liegen. Echt, du siehst da Ares? Oh. Ich hab Ares gerade gesehen. Oh. Oh ja. Da waren, wie gesagt, drei Stück. Ich hab sie gesehen. Lecker, ey. Also ich hab mehrere Explosionen gehört auf jeden Fall. Okay. Aber jetzt springst du auch mal schön den Deko weg, ne? Hab ich gehört. Ne, ihr seid doch jetzt even, oder? Also, ja. Ich hab ja. Wobei, ich hab wirklich jetzt zweimal Ares weggeballert. Das ja. War jetzt richtig. Ja, auch bei Ares und mir steht's auch 2-0. Oh, Ares darf mich jetzt eigentlich gleich nochmal irgendwo wegolgern.
wenn wir mal so fair sind. Eigentlich will ich Ares wegäugern. Hä? Ja gut, bei dir wollte ich nicht sagen, der war schon dabei, hä, warum zu fragen, Alter. Nee, aber, hä? Ich hab schon hä, warum gehört, ey. Ja, dann fiel mir so ein, eigentlich ist die Frage ziemlich nutzlos. Also ich bin einfach nur... Nein, ich bin am Punkt vorbeigefahren, ey. Willst du mich ficken? Ey, ich bin doch da so nah dran vorbeigefahren, nicht bekommen. Oh. Also wir haben hier... Echt. Aber ich hab Ares erwischt, bist du auch da vorbeigefahren, am Punkt? Sehr wenig Prozente. Ich hab verkackt, da, ja. Scheiße, machen wir kurz die Augen zu. Und sagen, das war eine zu einfache Map leider. Ich muss sagen, dass die beiden sich die ganze Ambition gefallen. Ares, ey. Ich hab Blankscreens, warum? Geil, Alter. Ey. Geil. Nein. Oh, Digga, jetzt hab ich den gleichen Fehler gemacht, ey. Das ist bei euch noch knapp, ey, da macht ein richtig geiles Skill-Duell draus. Wir sind genau beieinander. Geil, ey. Das wird ja bei euch noch richtig spannend. Oh, Ares ist Zweiter. Wo ist Deko? Ich bin hinter ihm. Ah, da springt er, ja, ich seh's schon. Aber ey, ihr dürft euch jetzt nicht mehr wegballern mit Annäherungsmine oder so, ja? Was? Ey, damit das nochmal ein gutes Duell wird. Pass auf, unten ist noch eine. Also, ich hab da auf jeden Fall noch eine Annäherungsmine gesehen. Mhm. Pass auf. Hier bei dem Punkt war noch einer, ja. Ja, einen Augenblick. Hä? Was? Ach so, lol. Oh. Kann jetzt wieder runter oder was? Komm, verkackt Deko. Nee. So? Nee. So? Nee. Ja. Komm schon. Ein Wechsel. Noch ein Schmutziger. Kommt ein Schmutziger? Nein, eine Spirale nach oben. Ist die Fick-Ausfahrt da. Spirale nach oben. So eine Scheiße. Oh, Weitsprung. Ich hab den nächsten Punkt. Hallo. Ungünstig. Ja, aber ist ungünstig, wa? Das ist jetzt echt. Hä? Achso. Hä? Nee, doch. Ja! Oh, Alter! Scheiße, fick mich, ey! Hä? Wohin? Achso, lol. Achso, lol, was? Ich hab das nicht gerafft, dass man einfach da rüberfahren kann. Achso, ja. Schade, du hast meine Annäherungsmine ausgelutscht. Ey, es hieß nicht mal wegspringen! Dieser Schacko. Ja, das hat Marvin gesagt, mir doch egal. Oh, Deko ist weiter. Sorry, ich war gerade nicht da. Wenigstens bist du ehrlich, Deko. Ist Deko im Ziel, oder wie? Hat das geschafft? Könnte gut sein, ja. Ich habe Augenkrebs gerade, aber ich glaube, ich komme ins Ziel. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, wo ist Ares? Kommt er noch, oder? Er war close hinter mir auf jeden Fall. Ja, warte, dann musst du doch hier noch mal kurz auf Ares warten. Warte mal, ja. Digga, warum? Nein! Alles schon vor, du dieser Ficker. Und dann fährt er ins Ziel! Ja klar, Digga, du musst noch 3 Punkte auf der Plattform einsetzen. Achso, lol. Hä? Digga! Du bist auf der Plattform schon gewesen. Digga. Ich bin gerade auf die Plattform gesprungen! Und hatte da den Punkt noch nicht. Bist du in meine reingefahren oder für Marvin? Keine Ahnung, ich glaube in deine. In deine, ja. Ich hatte nämlich nur ganz am Ende 2 Stück. Geil! Was für ein Geil, Junge! Geil! Aber das muss ich sagen, das habe ich dann falsch mitbekommen. Ich dachte, aber genau da, wo ich die erste gelegt habe, war auch kurz vorher der Punkt eigentlich. Ey. Also Ares hat was Gutes jetzt in der nächsten Warride. Ich habe ja den Beef ein bisschen mit Deko angefangen. Also am Ende war aber das zwischen Ares und mir 1-2. Hat mich zweimal gekillt, nicht in einmal. Ja, aber... Ja, ne? Ja, aber... Ey, da fährt er auch einfach rein, der miese Ficker. Oh mein Gott. Wir machen mal direkt weiter mit der nächsten, ne? Jo. Aha. Es geht mit sehr viel Liebe weiter, Muchachos. Spread the love. Is in the air. Love is everywhere. Love is everywhere. Love is in the air. Waffen kaufen, Panzerung ist aktiv. Okay, der GTA-Modus wieder aktiviert. Loser Sievers. Was wär's aktiv? Hindernis Warride ist am Start. Er hat gesagt, es ist einer seiner härteren, ja.
Ich glaube, hart wird es jetzt auch für uns alle. Ja? Denn ja? Der GTA-Modus könnte für etwas Salz sorgen. Definitiv. Salt? Definitiv. Sprechen Sie von Salt? Haben Sie Himalaya Meersalz oder haben Sie Himalaya Meersalz, finde ich auch gut. Alter, ich wollte sofort den James Bond nach mich so drehen, aber leider hat es nicht ganz funktioniert. Zu schnell. Schade. Digga! Oh. So einfach immer wieder. Ja, ich hatte Angst, dass mich der C4-Lachs erwischt. Mhm. Aber muss sagen, Respekt, dass du C4 benutzt und nicht Annäherungsmittel oder so, ne? Das muss man hier auch nochmal sagen. Okay, dann nehme ich alles zurück, oder? nein, Alter, ey. Ich muss respawnen, ne? Ihr Lexer hat mir sowas von die Reifen weggenommen. Nein, ich bin zu weit gefahren. Du hast nur nach hinten geschaut, hab ich gemerkt, ey. Aber ja, in den meisten Fällen nehme ich wirklich nein, den normalen Sprengstoff. So eh nicht. Nein, doch? Nein, ich bin weg. Ciao. Ha! Alter. Ich muss doch im mega Fullspeed fahren. Half-Bombe. Es war Eis. Ja, ich hab kein Piepen gehört. Alles gut. So, darf ich. Wir machen aber keine Annäherungsmine auf dem Warred, oder? Oder keine Half-Bombe auf dem Warred. Also, wenn, dann müsst ihr das jetzt auch machen. Also, ich mach das nicht. Ich schieße nur so. Warte mal, kann ich ihn noch abschießen? Nee, okay. Digga, wer hat denn auf mich noch geschossen? Warst du das? Während du da lang gefahren bist? Ich hab mich auf Half-Bomben für Aras konzentriert. Ah, ja. Okay, let's go. Aber unten noch, hier oben habe ich nichts gemacht bis jetzt. Wow! Dann wollen wir mal schnell hier weiterfahren. Ist Aris über den Scheiß zurückgesprungen? Wow! Nein! weiß ich nicht, wo er ist. Warte, ich lass ihn jetzt in Ruhe, ey. Und Aris ist gerade schon wieder der schießen, aber lol, irgendwas ist explodiert. Ah, oh, Deko war verkackt. Schade. Ich hab auch verkackt, ja. Ja, du bist ja Deko. Oh, fuck! Ja, die duk, die duk, die. Oh, Aris hat verkackt. Oh, das ist schade. Ja, ja, doch. Dubi dum dum, the dubi dabba dibi dum, dubi dum dum, the dubi dibi dum. Ich hoffe, ist da irgendwas? Ich hab leider nicht getroffen. Ist da irgendwas? Ich hab ein bisschen Angst. Schau mal so. Ich ja, ich bin vorbeigekommen. Du mieser Lackfurz, ey. Was? Da war eine. Da war eine Annäherungsmine, ja. Ja, aber ist nicht mit mir, Monsieur. Nicht als ob du da. Oh, nein, Digga. Ich hab einen Fehler gemacht, oder? Hab ich einen Fehler gemacht? Bitte nicht, bitte nicht. Ich hoffe, da war kein. Ich hoffe, da war kein Wallwechsel. Oh, bitte, bitte. Oh nein, bitte. Oh nein, ich hab's gerade gesehen, wo du denkst, nein, dass ein Wallwechsel nein, sein wird. Nein, Marvin, nein. War da ein Wallwechsel? Weiß ich noch nicht. Ich fahr war da noch ein Wallwechsel, weiter. Marvin? Ich fahr da noch weiter gerade. Nein, Marvin! Oh, bitte, bitte nicht, bitte nicht. Nein, wir sind falsch. Nein, ehrlich? Ja. Nein. Also, ich hab hier. Hey, wir fahren den ganzen Scheiß wieder zurück. Nö, ne, mach mal keinen Scheiß jetzt. Ich bin gerade. Ich frag wo? Ich bin in mich aus. Ja, ich fahr unten. Oh. Okay, aber das kann doch nicht richtig sein, oder? Ich glaube, so wollen wir jetzt auf den Rückweg. Bitte, bitte. Ich will's nicht. Nein, ich glaube, der Punkt. Warte mal, wo ist der Punkt? Jetzt fahren wir nämlich hier nach oben. Da muss doch irgendwo. Der Punkt wurde mir gerade oben angezeigt. Ey, ich raff die Map 0, ne? Ernsthaft. Ah, oh, der Punkt ist da. Ja, der Punkt ist da. Ja! Ey, wieso raffst du die Map 0? Hä? Ich war gerade verwirrt wegen Wallrap-Wechsel, blablabla und so. Was du da meintest. Oh, jetzt noch Deko abschießen, bevor er da ist. Nein, nein. Ja, 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 komm schon, ey, komm schon, komm schon. Willst du 10er verdienen, Marvin? Digga, komm mal. Ey, dafür nehme ich eine Annäherungsmine für Ares. Also das war, warum für mich jetzt eine Annäherungsmine? Hallo, 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 hallo. Auf gar keinen Fall. Ey, Leute, man musste da wirklich sehr, sehr viel machen. Das wäre sehr böse gewesen. Also auch Deko für dich. Ja, leider nicht gemacht. Dem muss man das extra sagen, du. Also nicht vorm Punkt. Aha. Aha. Ich trau dir so null. Deko. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Deko würde ich aber auch nicht trauen. Ja, ich würde mir auch nicht trauen. Wenn ich wäre. Hier langfahren? Scheiße, so. Ich hab verkackt. Ah, hab ich ihn gesehen. Aber ich bist glaube. Bist du schon bei den Micha Survivors? Da bin ich gerade. Hier, Hindernis World extra hart von Loser Silas, ne? Auch die werden wir wahrscheinlich wieder in Rekordzeit durchschäfen. Wobei die auch nicht komplett einfach war, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Digga, mit dem Speed baller ich die ganze Zeit über den zweiten Warrant hier, Alter. Da musst du ein bisschen besser fahren, Brudi, ne? Oh, Leute. Du musst ein bisschen schlechter fahren, ich war zu gut.
Lol. Nein, nicht sowas. Okay, ab jetzt kann es... Jetzt wird's hart? Nee, nicht hart, ab jetzt wird's lucky. Also ich drücke euch die Daumen, wir werden uns gleich alle wieder hier treffen. Was kommt da? Vorsprung. Oh nein. Ich hab Ares in die Luft gesprengt, yay! Aber... Ich hab's. Aber... Nach dem Punkt, ja, alles gut. Scheiße, bin ich wie versprochen, nach dem Punkt. Hätte ich aber nicht gedacht. Ich das First Try hingekommen, oder was? Mehr Glück als Verstand, gebe ich zu. Also, ein bisschen Skill ist immer dabei, ne? Ein bisschen Skill ist immer dabei. Ja, ja, ja. Ah, jetzt komme ich zum Bremssprung, zum Vorsprung. LOL! Oh, fuck! Jetzt kommt hier immer noch was. Bist du auch über den Wall gesprungen? Ja. Achso. Aha. Über den Wall, right? Ja, beim zweiten Sprung aus der Tube bin ich. Wo diese scheiß Tube ist. Ja. Die beiden Tubes, wo man so reinfährt und rausfährt. Ich muss sagen, die Map war geil, aber leider echt ein bisschen zu einfach. Ist schon wieder vorbei, oder was? Ja, wenn ich den Scheiß jetzt hier hinkriege, dann ja. Was ist heute mit Marvin los, Alter? Ja, ich habe ja zum Glück von eurem Troll wenig mitbekommen, ne? Gerade wieder. Ja, wir haben uns ja auch nicht gefreut. Also. Ging. Eigentlich waren. Ich habe eine Haftbombe war da, aber die andere Tune war nach dem Punkt direkt. Also. Das war ein fairer Troll, ja? Ares Troll habe ich ausgekontert, bin da vorbeigefahren. Und jetzt wird's mal lustig, wegen Toasty. Das haben wir übrigens gar nicht besprochen, Alter, ne? Der Troll von Ares war ja hingegen, der für mich bestimmt hallo. Asozial, ey. Jetzt heul mal ein bisschen leise! Ja, nicht! Oben Fullspeed. Eigentlich musst du auch hier einen Troll noch abkriegen, einen asozialen. Hä? Ich hab einen asozialen Troll abgekriegt, weswegen ich die letzte Map nicht beendet hab, du Schacko, Alter. Ja, okay, gut. Okay, Ares, jetzt beginnt der Torsprung. Ja, super schnell fahren. Und ich hab auch noch Blackscreens bei dem Torsprung, Alter. Fullspeed. Und dann ausrichten. Ich hab bis jetzt 3 Tries nicht geschafft. Hä, was? Bisschen weiter nach oben. Lol. Bisschen weiter nach oben. Oh, fuck. Auf jeden Fall Fullspeed und ein bisschen nach oben. Ein bisschen, ja. Second Try, Leute. Digga, seitdem Ares hier ist, hab ich Black Screens. Lol. Ares hat auch gar keinen Bock mehr, der springt einfach so raus. Mir gerade auch einmal passiert. Ist mir aber auch einmal passiert. Bitte mal ein bisschen zu hoch. Das war zu hoch. Aber es ist so minimal mittig und dann so leicht nach oben springen, ne? Jo. Digga, dass ich das Second Try hinbekommen habe, ne? Leck mir meinen. Ja, Lack Wasser. Schade. Das war nicht schlecht. Oh, Ares sieht nicht gut aus. Nee. Wieder zu weit oben. Ares sieht nicht gut aus. Geht eigentlich nicht. Spoke Facts. Verpiss dich! Du Mieser. Mit Windschatten kannst du eh vergessen, Deko, ey. Lol. 3-0 auf der Map. 3-0. 3-0? Okay, das ist schon schmutzig hier, ne? Alter, das waren Spawn-Kills, die zählen nicht. Jetzt wieder Windschatten. Eigentlich waren sogar alles 3 Spawn-Kills. Oh, lol. Und Deko sieht nicht gut aus. Nee, Alter, wirklich nicht. Ja, das will ich ganz kurz festhalten. Ja, es waren alle 3 Explosives, waren kurz nach dem Punkt. Oh, da habe ich wieder was gesehen, alles. Ja, ist die Annäherung mir direkt an der Auffahrt, oder was? Nein. Er sagt doch nein in der Sekunde, wo ich auf der Auffahrt reinfahre, Alter. Er war ja nicht die Auffahrt. Meins war übrigens der Haftbomb und keine Annäherungsmine, ne? Ich will's nur sagen. Mir scheißegal. Come on! Ich bin mal gespannt, wer von euch echt weiter wird. Wer hat mehr Lack gefressen hier, oder? Wer hat mehr Skill gefressen? Wer hat mehr Lack gefressen? Ey, Digga, ihr hört doch einfach nicht auf mit der Annäherungsmine und Haftbombe, ne? Ich hab nichts mehr getan, das Spiel hast hingelegt, oder was? Nö. Ich sag mal nichts. Hä? Ich hab wirklich nichts dahin geworfen. Wenn ich jetzt noch irgendwas reinfahre, ne, dann lege ich bei jedem Try eine Annäherungsmine, Alter. Mach doch. An diese miese Fick-Scheiße, Alter! Oh, das sieht gut aus. Oh, nee. Ey, Alter. Da unten. Dass Marvin das eiskalt Second Try geschafft hat, ne? Ja. Da zeigt sich mal wieder hier, wer Skill hat. Wer Luck hat, genau. First Try nicht geschafft, das wäre Luck. Und danach sofort initiiert, analysiert. Analysiert, Junge! Anal ist eingebucht! Ey, Mann, Alter! Aber Dick ist noch nicht durch. Wenn Ares jetzt auch durchkommt, dann kann es auch spannend werden. Anal wurde eingebucht. Bin ich hier richtig überhaupt, ey? War viel zu hoch, oder? Nee, Leute. Was ist das? Ey, ganz ehrlich, das ist so eine Scheiße. Ey, ich kann aber auch nicht bremsen vom Ziel. Du kannst nicht bremsen, nee. Deswegen musst du eigentlich nochmal respawnen.
Nee, das habe ich so gut gemacht, Alter. Ich kann nicht respawnen. Ja, boy. Letzter ja. Try jetzt von Ares, letzter Try. Komm, jetzt gib nochmal alles. Oh, das war zu weit oben, oder? Oh! 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 Oh. Ey, oh. Letzter Try. Willst du mich verarschen? Eiskalt, Digga. Digga, really? Jetzt muss ich nochmal warten, Alter. Oh, ja, nee. Ja, das ist eiskalt. Ja, fall jetzt aber rein. Los, scheiße. Du dieser Kacko. Was muss ich machen? Aha. Oh. 4-1. Oh, ja! Also. Oh. Ich muss jetzt ganz nach unten fahren. Und das war refreshing, Alter. Das ist doch noch gelohnt, ey. Geh dich doch nicht weg. Mann. Ach, da unten ist die Ausfahrt. Musst du 2 oder 3 Ebenen Runden fahren dann. Alles klar. Ja, aber. Also, war doch eine coole Map jetzt an sich, ne? Nö. Also, ich muss sagen, doch, dadurch, dass meine Annäherungsmine jetzt am Ende noch Erfolg hatte, war sie doch. Oh, lol. Das ist befriedigt. Mhm. Fast so wie die Oma vor 70 Jahren. Das letzte Mal. So, in diesem Sinne, letzter Try. Oh. Ich glaube, Deku kann reinfahren. Ares ist auf dem Weg, hat den Ball richtig scheiß genommen, aber jetzt könnte eigentlich alles First Try funktionieren. Schaut auf jeden Fall. Es sei denn, es gibt noch irgendwelche Annäherungsminen, ne? Das wäre bestürzend. Schaut auf jeden Fall bei Triebwerk vorbei. Muchacho 10 gönnt euch zumindest die 10%, ja? Ich hab verkackt! Schaut mal Ares vorbei, da gibt es nach wie vor. Nee, lieber nicht, das ist ja peinlich. GTA-Content, ist richtig wenig Skill, alles wie immer. Scheiß, niemand an. Und ansonsten hat jetzt Ares seinen letzten Try. Kannst du schon mal reinfahren, Deko? Den letzten Try zum dritten Mal oder so. Kann, ja. Wenn ich auf dem Speed bin, kann ich nicht schießen. Wie unfair ist das denn? Was hast du schon wieder vor? Ja, er will, ich will eine Scheiße bauen. Ich will eine bauen. Gespeedete Rakete schießen. Ja, nee, Digga, ey, was, wie hat der den Rotz hier aber auch zusammengekleistert? Ja, ey. Nee, es ist wirklich nichts doppelt gebaut, ne, ernsthaft. Ja, Digga. Aber guck mal, wie schräg die Raketen fliegen. Ja, das ist auf Speeds immer so, die sind richtig random. Wenn ich jetzt wild raten müsste, ich würde es sowieso nicht ins Ziel schaffen, schlicht und ergreifend, weil Dick mir da noch 10.000 Sachen hingeballert hat. Dann hättest du schlicht und ergreifend mit deinem Raten verloren. Ja! Ich hatte eine einzige Haftbombe noch hier und die habe ich gerade gesprengt. Es war eine Haftbombe und keine Annäherung. Ey. Ja, ja! Ja, warum fährst du nicht rein, du Schako? Ey, Abmods war doch schon da, ey, fahr! Ne, ich finde, das ist refreshing, wie lange du brauchst. Jetzt ist einfach ein Scheiß hier. Alter. Ey. Hast du schon wieder verkackt? Egal, nein, jetzt war ich. Der meine, Typ kann nicht bauen. Der Digga, wenn du beim Runterfahren da schon verkackst, Alter, ohne Spaß, ey. Ja, weil der Typ nicht bauen kann, ey. Ja. Ja, ist nicht so? Nee. Ah, nee. Okay. Also, ich hab da nicht verkackt. Ich hab da nicht verkackt. Das ist so eine Scheiße. Ja. Also meine Zeit... verschluckt man sich ja fast bei dem Skill, ey. Meine Zeit war 6 Minuten 6. Ja. 6 Minuten 6. Wir haben alles gesagt. Daumen nach oben, ballern. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, Antenne. Reingehauen. Bye, bye, Muchachos.